80er, Anfang der 90er, war eine Riesengeschichte. Da sind mal hunderte von Dörfer im Wettstreit gegeneinander angetreten. Da gab es einen großen Preis. Mittlerweile heißt das Ganze, unser Dorf hat Zukunft. Ist ein bisschen kleiner, ein bisschen bescheidener, übersichtlicher geworden. Aber es gibt den Preis immer noch. Und es geht vor allem um die Ehre. Denn außer einem Metallschild am Ortseingang gibt es nicht viel zu holen. Trotzdem hat sich das Dorf Pennigbüttel so richtig reingehängt. Der Ortsteil von Ostholz-Scharmbeck steht nämlich kurz vor der letzten Runde und musste nur noch die Jury überzeugen. Die war gestern da, um sich selber ein Bild vor Ort zu machen. Also eine spannende Präsentation. Bremen 1 Reporter Bastian Dehmann war mit dabei. Monatelang hat sich Pennigbüttel auf diesen Moment vorbereitet. Ein Dorf im Ausnahmezustand. Jetzt sitzen die 8 Juroren hinten auf dem Kremser, einem überdachten Anhänger, und werden hinter einem Trecker durch das Dorf gezogen. Empfangen wurden sie mit Jagdhörnern. Martina de Wolf ist die Anspannung sichtlich anzumerken, denn der Ablauf ist minutiös geplant. Nichts darf schiefgehen. Wir haben schon Monate vorher gearbeitet an verschiedenen Projektgruppen, auch an der Tourenplanung, die wir hier heute zeigen wollen. Wir wollen in 90 Minuten zeigen, was es im Pennigbüttel gibt, was Pennigbüttel ist, wie man im Pennigbüttel lebt. Und das, wie gesagt, in 90 Minuten. Da vorne sieht ihr ein Schild. Martina de Wolf kennt ihr Dorf aus dem FF. Und rund um den Wagen passiert die ganze Zeit was. Mal ist es ein historischer Trecker oder eine Nordic-Walking-Gruppe, ein Hasenhotel, Menschen in historischen Kostümen, sogar eine Hochzeit wird am Wegesrand abgehalten. Es ist wie ein fahrendes Kino. Die Landschaftsarchitektin Ursula Leptin und Michael Meyer vom Niedersächsischen Landkreistag, die beide in der Jury sitzen, scheinen beeindruckt. Die Pennigbüttler haben ordentlich was auf die Beine gestellt. Wir haben ja in der ersten halben Stunde schon einiges gesehen und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Gigantisch. Wie ein Fest ist das hier. Und wenn das immer so ist, dann ist es ja eine total lebendige Gemeinde und ich überlege mir, ob ich nicht doch hierher ziehe. Doch natürlich ist die Präsentation nicht alles. Denn am Ende zählen viele Faktoren, zum Beispiel die Landschaft oder auch ökologische Aspekte. Und dass es beim Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft kein großes Geld zu gewinnen gibt, stört in Pennigbüttel niemanden. Im Gegenteil. Ja, das Tolle ist eigentlich, weil man alles miteinander macht. Das heißt, wenn es irgendwas gibt, was problemmäßig ist, dann sind sofort welche Leute da, die helfen. Der Zusammenhalt ist viel mehr geworden. Nicht? Man trifft sich öfter, man spricht, also man kennt sich. Einfach mal wieder runter vom Sofa, zusammenzukommen, miteinander zu sprechen, miteinander einfach auch etwas zu unternehmen. Und das haben sie, die Pennigbüttler. Am Ende der Strecke wird sogar Weihnachten in den Juni verlegt. Denn jedes Jahr können sich 23 Häuser bis Weihnachten als lebendiger Adventskalender präsentieren. Mit Weihnachtsmützen und natürlich Glühwein und Weihnachtsliedern bei 20 Grad plus. Es wurde in der letzten Zeit, steigerte sich das. Also es kamen immer mehr Menschen dazu, die gesagt haben, was können wir tun und wo wollen wir. Unterschwellig wurde das alles vorbereitet und auf dem Punkt war es alles da. Es brauchte nicht viel Motivation. Die Leute, die waren einfach da, weil sie Pennigbüttler sind und weil sie ein Herz für Pennigbüttel haben. Und das haben sie heute gezeigt. Und ob sich die ganze Mühe gelohnt hat, gibt die Jury am 26. Juni bekannt. Dann wird Pennigbüttel vielleicht in die Finalrunde einziehen und um den Titel Dorf mit Zukunft in ganz Niedersachsen kämpfen. Ja, also Pennigbüttel im Preisfieber und wir drücken ganz doll die Daumen, dass es damit klappt. Der Morgen hier auf Bremen 1, 7 Minuten vor 9 haben wir es.